Und ich starte mit der Begrüßung. Herzlich willkommen zu unserem Pep Talk. Ja, es wirkte heute Morgen schon fast so ein bisschen herbstlich und ich finde, das sind die perfekten Bedingungen, über Kinderschuhe zu sprechen, über Kinderschuhe für die anstehende Saison zu sprechen. Den einen oder anderen habe ich ja jetzt gerade noch auf den Messen getroffen, wo wir uns natürlich schon mit den Sommerkollektionen beschäftigt haben. Das ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her in diesen Tagen, weil man in verschiedenen Saisons spielt. Aber ich finde es ganz wichtig und deshalb machen wir ja auch diesen Pep-Talk, dass wir die Verkaufskräfte und eben auch die Händler natürlich auch, wenn sie mögen, nochmal auf die neuen Kollektionen einstimmen. Natürlich nur auf die Highlights der neuen Kollektionen. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das eine sehr, sehr angenehme und sehr gute Sache ist, weil womit kann man im Fachhandel überhaupt noch punkten? Mit guter Beratung, und das gilt natürlich erst recht für Kinderschuhe, mit speziellen Funktionen. Und ich denke, genau das ist es, um das es auch heute gehen soll. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel vorwegnehmen, weil wir hören ja gleich spannende Vorträge. Zunächst möchte ich Herrn Junkert bitten, aus dem Off auch diese Runde noch kurz zu begrüßen. Und es gibt, glaube ich, dieses Jahr auch etwas Besonderes zu verkünden, Herr Junkert. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Schulz. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen in die Runde. Als Geschäftsführer des DSI möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Es tut mir leid, dass Sie mich jetzt nicht sehen können. Die Kamera hat jetzt gerade den Dienst quittiert und funktioniert gerade nicht wirklich. Aber das tut dem Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch. Wichtig ist, dass Sie sich sehen, dass Sie jetzt gleich viele Informationen bekommen und dass Sie die neuen Kollektionen vor allem sehen. Ich freue mich, dass Ihnen WMS und passende Kinderschuhe am Herzen liegen und Sie die Gelegenheit nutzen, zum Start der Saison über die Neuigkeiten unserer WMS-Kinderschuhhersteller zu informieren. Und ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, Frau Dr. Schulz, Sie haben es angedeutet, Sie auf ein besonderes Event in diesem Jahr hinzuweisen. WMS feiert sein 50-jähriges Bestehen. Und wir möchten dieses Jubiläum auch entsprechend feiern. Am 25. November in diesem Jahr wollen wir gerne mit Ihnen anstoßen, Geburtstag feiern und mit der Vorsitzenden von WMS, Frau Pirog, mit Medizinern, Experten, mit unseren WMS-Lizenznehmern uns mit Themen wie Passform, Kinderfüße, Fußgesundheit, Mode, aber auch mit allen neuesten technischen Entwicklungen beschäftigen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, zu netzwerken und in dieser Feierstunde auch WMS und die Erfolge von WMS zu würdigen. Sind Sie also dabei? Die Einladungen folgen noch und merken Sie sich bitte den 25. November 2024 schon einmal vor. Jetzt möchte ich aber auch nicht zu lange eine Vorrede halten und zu lange sprechen. Wir tauchen jetzt ein in den Pep Talk. Ich gebe Frau Dr. Schulz das Wort zurück, wünsche Ihnen viel Spaß und einen guten Verlauf beim Pep Talk. Ja, danke schön, Herr Junkert. Ja, große Ereignisse werfen Ihre, ich sag mal, nicht Schatten, das hört sich fast immer negativ an, sondern es ist große Vorfreude auf dieses Jubiläum. Und Sie haben es gerade schon gesagt, am 25. November, da treffen wir uns alle und wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, aber natürlich darf noch nicht zu viel verraten werden. Ja, was aber verraten werden darf, und darum geht es jetzt, nämlich bei der ersten Präsentation. Ich freue mich auf die Präsentation von Superfit und wir hatten eben schon mal gesprochen. Ich hoffe, es klappt jetzt auch technisch alles, aber ich bin ganz zuversichtlich. Sieht so aus, wenn ich das strahlende Gesicht sehe, dann gebe ich jetzt einfach mal weiter. Ja, Guten vielen Morgen. Dank, Servus. Frau Dr. Schulze. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Sie hören mich alle und sehen mich alle. Bitte kurzes Zeichen. Sehen Sie mich? Hören Sie mich? Ja, wir sehen Sie, wir Sehen auf hören Sie. jeden Fall. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Wessler Karier. Ich bin zuständig für die Superfit-Kollektion. Bei uns entsteht das Produkt von der ersten Idee, bis es praktisch dann an Sie in den Messen vorgestellt wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, mit Ihnen in Kontakt zu treten, weil uns natürlich der Kontakt zum Handel und das direkte Feedback besonders in der Kollektionsgestaltung hilft. Ich habe einige Slides vorbereitet, um Ihnen die Kollektion zu zeigen. Ich hoffe, es klappt.
Ich probiere das mal jetzt. Und bitte auch kurzes Daumen hoch. Sie müssten ein rotes Puffinstein sehen. Klappt das? Ja, es funktioniert. Okay, perfekt. Dann starte ich, bevor ich in die Kollektion gehe, mit ein paar Details zu unserer Marke. Ich werde nicht müde, um die wie immer wieder zu wiederholen. Wir machen Kinderschuhe seit über 50 Jahren, immer auf kindgerechten Leisten. Wir entwickeln und produzieren selber, was natürlich uns ganz andere Möglichkeiten gibt, um die Qualität sicherzustellen. Generell, Qualität steht an erster Stelle bei uns in der Kollektion. Wir haben ein hauseigenes Labor, testen aber auch über Institute wie das PFI in Pirmasens. Das Zweite, was uns besonders wichtig ist, ist natürlich eine kindgerechte Passform. Wir entwickeln die Leisten seit 1991 nach den WMS-Standards. Unsere gesamte Kollektion entspricht diese Vorgaben. Und zum guten Schluss, aber nicht an Wichtigkeit, uns ist Nachhaltigkeit besonders wichtig. Wir haben eine Abteilung, die sich darum kümmert, eine Entwicklungsplattform, die Materialien weiterentwickelt, die sich aber auch mit Prozesse und Zertifizierung von unseren Produktionsstätten und auch von unseren Produkten nach Blauen Engel beschäftigt. Dieses Thema, ich weiß, es ist, was die Preise angeht, an der Kasse nicht immer so erkannt von den Endverbrauchern, aber uns als Unternehmen ist es wichtig und wir forschen weiterhin in die Richtung und haben als Zielsetzung, dass wir 2030 CO2-neutral sind. Somit gehe ich jetzt zur Kollektion und zum Thema Farben. Blau ist bekanntlich die beliebteste Farbe der meisten Menschen und blaue Töne sind natürlich immer in unseren Kollektionen. Was diese Saison besonders ist, dass neben einem typischen Navy und auch die leuchtende Türkise oder True Blue viel verstärkt das Thema Jeansmaterialien und Jeansfarbtöne eingesetzt wurde. Dieses sogenannte Ton Blue Steel entspricht das komplettesten rauchiges, gräuliches Blau, was sich durch die Gesamtkollektion durchzieht. Sie sehen hier Beispiele aus der Lauflernkollektion für Mädchen und für Jungs, sportivere Styles sowie auch ganz schlichte, edle Varianten. Für die Mädchen natürlich die Pinktöne dürfen nicht fehlen. Auch hier haben wir eine breite Auswahl wie jede Saison. Was neu ist bei uns, sind sogenannte fotorealistische Drucke auf die Schuhe, wie Sie das ganz links mit dem Feuerwerk sehen oder rechts als Märchenwald praktisch, ganz süß umgesetzt und natürlich glitzernde Folien in leicht Rosé oder Herzchendrucke, die fehlen auch in dieser Saison nicht. Eine Alternative für die Mädchen, auch diese Saison sind die lila Töne, die sind immer noch im Trend und auch in unserer Kollektion gibt es von den hellen Tönen über so ein leuchtenderes Lilac, aber auch ganz dunkle Varianten, die wir für die Lauflerner sowie auch für etwas ältere Kinder eingesetzt haben. Sie sehen hier, auch die lila Töne sind vielseitig einsetzbar. Ganz verspielt mit Glitzerfolien oder Sterne, aber auch schlicht, urban für die Kunden, die zurückhaltender es mögen oder auch sportiv mit Neonakzenten. Dann möchte ich kurz auch auf die Grün-Brauntöne eingehen. Wir wissen, dass es eine Käuferschaft für diese Töne gibt, die es gern dezent und natürlich
haben möchte. Was aber bei uns in dieser Saison noch zusätzlich dazu kommt, ist wieder das Verfeinern von einem Olivton durch Folie. Sie sehen es hier wieder mit diesen Blättern, die leuchten. Oder auch für Jungs in Kombination mit einem knalligen Orange oder so leichteres Gelb. Generell die Superfit-Kollektion, wissen Sie, ist eine sehr vielschichtige. Wir verstehen uns als Gesamtanbieter. Bei uns finden Sie alle WMS-Weiten von schmal, mittel und weit in der Gesamtkollektion. Ich gehe jetzt nur auf drei Neuheiten ein. Und wir starten mit dem Lauflernsegment. Im Lauflernsegment haben wir zwei neue Leisten oder, sage ich mal, neue Gruppen. Hier mit Happy Octi finden Sie einen Filzpantoffel. Übrigens an der Stelle, unsere gesamte Indoor-Kollektion wird in Europa hergestellt. Wir haben hier einen Nachfolger der alten Happy, die wirklich sehr erfolgreich war. Was die Passform angeht, haben wir das auch alles übernommen. Abgedatet wurde das Design der Sohle und Sie sehen hier Happy Octi von Octopus, also inspiriert wurde das von dem Tentakel eines Octopus, was zur ja, Anti-Rutschfähigkeit erweitert der Sohle, aber auch diese Perforierungen von dem Vorfuß bis Richtung Ferse, die sorgen dafür, dass eine gute Durchlüftung stattfindet. Alle Schäfte sind aus echtem Wollfilz, was feuchtigkeitsregulierend ist und auch super angenehm am Fuß. Und Sie finden wie in der Vergangenheit zuckersüße Motive. Ich zeige Ihnen ein anderes Beispiel mit dem erfolgreichen Fuchs. Den gibt es als großen Klett für Jungs und Mädchen, aber auch als Stickereien. Wie beim Baby hier jetzt in einem offenen T-Spangenmodell. Die Sohle ist auf hausüblichen Böden nicht markierend, super leicht und sehr flexibel. Ich weiß nicht, ob Sie auch mein Bild noch sehen, aber hier haben wir wirklich geachtet, dass die Sohle sehr, sehr flexibel ist. Die WMS-Bezeichnung finden Sie wie immer auf einem Zeichen im Innenbereich oder natürlich auch auf die Schachtel. Die zweite Gruppe ist auch im Lauflernbereich, auch ein Update von einem super Klassiker, die Gruppe Groovy. Auch hier haben wir die bewährte Passform übernommen im WMS Weite M. Abgedatet wurde die Sohle, auch die ist wesentlich flexibler jetzt im Vergleich zu der älteren Sohle gestaltet. Wir haben ein starkes Profil, was die Gruppe besonders geeignet auch für den Schnee macht. Aber dennoch, dadurch, dass die Sohle jetzt leicht flexibel ist, eignet sie sich auch eigentlich für kältere herbstliche Tage. Wir haben im Fersenbereich und im Zehenbereich eine Erhöhung, was gute Positionierung des Fußes bietet und auch einen Schutz im Zehenbereich bietet. Natürlich ist die Gruppe in verschiedenste Verschlusssysteme, also wir haben Schnüre, wir haben Klettmodelle. Die gesamte Gruppe ist mit Gore-Tex Warmfutter ausgestattet und wir setzen nur hochwertige Materialien, auch hier super knautschiges, softes Nubuck in dieser Variante. Und die letzte neue Gruppe, die adressiert die Kinder im Kindergarten oder im Grundschulalter. Sie ist im Größengang 25 bis 38 erhältlich und es ist eine coole Gruppe, die inspiriert ist von Graffiti der Stadt. Wir sehen hier eine PU-Sohle, die auch direkt angespritzt ist, dadurch kein Kleber einsetzt in der Sohle. Es ist sehr flexibel, aber dennoch sehr gut profiliert. Und wir haben so Mid-Cut-Booties, die für die Übergangszeit einfach perfekt sind, weil sie sind wasserdicht mit Gore-Tex, Ganzjahresfutter, dennoch atmungsaktiv und machen jede
jede Kindesbewegung mit, wie wir das sehen hier. Auch für die Jungs gibt es die Gruppe. Und worauf ich hier noch hinweisen möchte, ist, dass es eine WMS-Weite. W entspricht alle Vorgaben von WMS, aber der Leisten taucht in die Sohle gut ein, ist somit von außen, wird nicht bullig, sondern wirklich sportiv, flottig, dynamisch. Und damit erzeugen wir wirklich auch mit dem Graffiti-Look ein cooler Schuh für die Kinder, der sehr funktional ist, mit Gore-Tex, mit den Klettverschlüssen oder Elastik mit Klettverschluss, wie wir das vorher gesehen haben. Und herausnehmbare Einlage, wo man halt auch die Größe prüfen kann. Für Eltern und für Handel. Das ist übrigens sowieso bei unserer gesamten Outdoor-Kollektion der Fall. Und ja, das war die letzte Neuheit. Falls es Fragen gibt, bin ich gern dabei, die zu beantworten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an Superfit nach Österreich. Und was mir besonders gefallen hat, es gibt auch zum Winter sehr, sehr viel Farbe. Ich glaube, Farbe macht glücklich. Und was ich auch noch gesehen habe, es gibt viele Tiere. Und ich denke, für Tiere gilt das genauso. Gibt es denn Fragen seitens, ich weiß gar nicht, ob wir die Funktion eingerichtet haben, Frau O'Connor. Können wir jetzt schon Fragen stellen? Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, Manuela? Haben Sie gesagt, dass bei dem Modell die Sohle leichter geworden ist? Das heißt, das Gewicht ist deutlich leichter. Das ist ein super Aspekt, den Eltern gerne haben und bestimmt auch ein sehr gutes Verkaufsargument. Meine Frage wäre jetzt aber, wenn es leichter ist, ist der Abdip der Sohle der gleiche? Ist die genauso rutschfest und hält die auch genauso lange wie die schwerere Sohle? Frau Pirog, Sie sprechen die sportliche Sohle an. Ja. Also wir haben, wenn wir Einkomponenten-PU haben, wie wir das hier sehen, ich hoffe, Sie sehen auch den Schuh in die Kamera, dann setzen wir entsprechende, sag ich mal, PU-Dichte ein, sodass Abriebverhalten entsprechend gut ist. Und wir setzen auch eine sehr gute profilierte Textur ein, um praktisch Anti-Rutschverhalten zu generieren. Die Leichtigkeit, die kommt aus dem speziellen Leicht-PU, was wir einsetzen. Ja? Okay, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, das sieht gerade nicht so aus. Dann würde ich doch sagen, auch in Anbetracht der Zeit, machen wir gleich mit der nächsten Präsentation weiter. Es geht weiter mit Däumling und Herrn Kahn. Ich sehe immer wieder den Arm, das finde ich gut. Aber jetzt sehen wir auch Sie, genau. Das freut mich. Ich muss den Ton anmachen, der Computer ist ein bisschen weiter weg. Die sind voll zu sehen und der Turm auch im Hintergrund. Aber es ist nicht der Schiebeturm, oder? Ich hoffe, ich bin gerade. Ja. Ja, herzlich willkommen auch an Sie, Herr Kahn. Okay, ja, guten Morgen. Danke, dass ich die Kollektion hier zeigen darf. Die Firma Däumling gibt es ja schon seit 1937. Wir sind immer noch hier in Buchweiler in der Pfalz, wo wir auch produzieren. Produktionsstätten sind mittlerweile wieder in eigenen Händen. Dadurch, dass wir von der Firma Berkemann gekauft wurden, haben wir jetzt genügend Potenzial, unsere Schuhe zu produzieren. Alles in Europa, meistens in Ungarn und ein bisschen in Deutschland und etwas in Moldawien. Wir haben dadurch natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, dass wir jetzt bei Berkemann untergekommen sind. Ich möchte einfach mal zwei Neuigkeiten vom Herbst-Winter vorstellen. Wir sind jetzt auch übergegangen, Schuhe anzuspritzen. Und nicht, wie das viele machen, mit einem PU-Material, sondern mit einem speziellen TPE-Material, was Riesenvorteile hat. Das ist zum Beispiel im Vergleich zur PU absolut rutschfest, dass das Kind auch nicht ausrutscht draußen. Und ein Weg für die Nachhaltigkeit, es ist 100% recycelbar, was PU ja nicht ist. PU muss entsorgt werden, ist eigentlich Sondermüll. Das TPE-Material, bei der Produktion fällt zum Beispiel gar nichts an. Alles, was hier an Abfällen anfällt, wird geschreddert,
kommt wieder in das Material rein und wird zu 100% mit neu verarbeitet. Es ist genauso leicht, es ist genauso beweglich. Das ist eine super Geschichte. Haben wir in zwei Gruppen neu angefangen zum Herbstwinter. Einmal diese Boots-Geschichte mit Warmfutter. Dazu kommt auch noch, dass wir wieder komplett umgestiegen sind auf Sympatex-Membrane. Die Sympatex-Membrane hat im Vergleich zum Gore-Tex ja den Vorteil, dass die auch wieder verrottet. Ist bei anderen Materialien nicht so der Fall, sodass wir da wieder ein Stück weiter nachhaltiger geworden sind. Da gucken wir also in Zukunft verstärkt drauf, auf Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Riesenthema. Okay, also alles mit Sympatex gemacht, PPE-Materiale, schön leichte Geschichten für Jungs, für Mädels, Boots als Kletter, mal mit Stickereien die Geschichten oder auch als Schnürer und dann immer auf den Komfort oder auf die Funktion geachtet, mit Reißverschluss, mit einem schönen Einstieg, sodass man hier eine sehr schöne neue Gruppe hat im Winterbereich. Dieses Material haben wir auch auf unsere bekannten Stiefel umgesetzt. Es gibt eine neue Stiefelsohle, die ähnlich der alten ist, aber viel beweglicher, viel leichter, auch ein bisschen günstiger, um da vielleicht auch mal ein Argument zu haben. So ein Schuh wird dann, also dieser, für 99 € angeboten werden können im Handel. Das ist eine Geschichte, die hatten wir schon lange nicht mehr. Auch in große Größe natürlich, geht bis Größe 39 und ist, wie gesagt, absolut rutschfest. Das ist beweglich. Gibt es eine dezente Gruppe, auch bei den modischen Chelsea. Das war hier die angespritzte Geschichte, auch bei uns jetzt in der Kollektion drin haben. Zusätzlich zu den Argo-Schuhen. Die zweite Neuigkeit, da habe ich letztes Mal, glaube ich, schon mal ein bisschen länger drüber gesprochen, ist ja das Barfuß-Thema. Barfuß ist ja eine riesen Geschichte geworden mittlerweile. Also Argumente für oder die Eigenschaften von Barfußschuhen sind ja diese Nullsprengung, dass die Schuhe beweglich sind und vor allen Dingen die Hardcore-Barfoot-Fans auch eine breite Zehenbox haben. Ist für schmale Schuhe nicht immer so, ja, gut, sag ich mal, weil die Schuhe ja oder die Füße ja in diesen Schuhen auch ein bisschen rumfallen, wenn sie halt sehr schmal sind. Wir gucken halt drauf, dass auch die Ferse sehr, sehr schmal ist, dass es hier einen gewissen Halt gibt und dann können wir diese Kinder auch mit einem richtigen Barfußschuh beschuhen. Die haben alle ein Wollfutter drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber im Laden sieht man es sicherlich. Gibt es auch für Jungs, für Mädels in sehr schönen Farbkombinationen mit einer sportlichen Sohle. Dann gibt es das Ganze noch mit einer Klette, etwas höher. Alles relativ ünig gehalten. Dann haben wir auch hier einen wunderschönen Chelsea, den Gummizug, den bedrucken wir selbst. Von der Seite können wir da auch Motive wählen, die wir dann selbst haben und nicht woanders noch sind. Auch der hat einen Reißverschluss für den Einstieg, also eine sehr gute Geschichte. Und ganz neu dabei gibt es natürlich auch einen Hausschuh. Barfuß-Hausschuhe mit einem Filz, relativ dick, sodass wir nur eine Schicht haben, mit einem sehr schönen Klett, super Einstieg. Geht auch bis Größe 35, von Größe 20 bis 35 als Filz. Das ist auch so eine Geschichte, die wir dann in Kooperation mit Bergemann haben. Da können wir jetzt auch natürlich Materialien verwenden, die im Dame-Herre-Bereich, im Bequemschuhbereich zum Beispiel gemacht werden. Und das ist eins davon, das wir dann hier auch verwendet haben. So, das wären die zwei absoluten Neuheiten gewesen, die wir in der neuen Kollektion haben. Ansonsten ist die Kollektion natürlich traditionell wie gehabt. Also wir haben unsere Form Kim. Auch das ist im weitesten Sinne ein Barfußschuh von der Weichheit. Der hat nur nicht diese ganz breite Zehenbox. Ansonsten hat er alle Eigenschaften, aber die Zehenfreiheit ist ja im WMS schon praktisch schon inklusive. Also es muss ja nicht unbedingt überbreit sein. Und von der Seite her sind wir da auch bei den speziellen Barfußläden sehr gut vertreten. Einmal mit einem Kalbfutter. Dann gibt es den Kim etwas höher mit einem Warmfutter,
Und es gibt den dritten, das dritte Modell, das ist etwas niedriger, haben wir auch hier etwas abgeschrägt, dass das Kind besser einschlüpfen kann. Hat auch hier, das haben wir hier übrigens auch gemacht, nur noch 4 Ösen. Reicht aber auch von der Passform, haben wir mehrmals ausgetestet, hat aber den Vorteil, der hatte zum Beispiel noch 5, dass der Einschlupf besser ist, dass man besser zuziehen kann, dass man das einfach dem Kind besser anpassen kann. Und diese Gruppe hat auch dieses Baumwollfutter. Also leicht gefüttert für den Winter, das ist eine sehr schöne Sache. Normale Lauflerngeschichten dann, einmal mit der hochgezogenen Kappe gestrobelt. Ich mache immer so, das hat sich eingebürgert. Das ist also durch diese Barfußgeschichte guckt ja jeder erstmal, ob das Ding da flexibel ist. Das ist er aber auch. Die haben alle auch die rausnehmbare Einlage mit dem grünen Bereich. Ja, gehen von 20 bis 26. Sind teilweise auch, also diese Gruppe ist komplett in Deutschland produziert. Da haben wir auch teilweise Sachen, die wir bei uns im Pfälzer Wald machen. Ansonsten in Ungarn. Die sagen, gibt es als Kletter und als Schnürer und auch mal mit sehr schönen Pins, All-Over-Drucke, so ein bisschen shiny, was ihr immer das sieht. Aber das ist ja im Moment auch ein bisschen Trend. Auch hier haben wir eine etwas höhere Geschichte, mal mit schönen Stickereien oder für die Klassiker in klassisch Uni gehalten oder dann auch wieder hier mit einem All-Over-Druck, ein bisschen aufregender. Das wäre das unsere Lauflerngeschichte. Dann haben wir eigentlich nur noch Stiefel in verschiedenen Höhen. Einmal unsere Midcut-Sache, alles mit Sympatex gefüttert, Warmfutter, herausnehmbare Einlage, hier mit einer angenähten Sohle, schön auch etwas höher, mit Reißverschluss und unser ja, Standardmodell, das wir schon bestimmt 25 Jahre haben, haben wir jetzt mal ein bisschen moderner auf diese Sohle umgelegt. Mit diesen Nähten, das kennt sicherlich jeder, hat jeder schon beim Laden gehabt, hat hier dann eine neue Optik bekommen. Alles mit Warmfutter, Sympatex gefüttert. Dann gibt es noch die etwas sportlichere Geschichte, die Sachen als Standardschuh. Der hat jetzt keinen Reißverschluss. Das hat sich aber bei dem Schuh bewährt. Da haben wir, der ist auch schon einige Jahre auf dem Markt, immer wieder in neuen Farbvarianten. Der hat aber auch eine kleine Schwester, einen kleinen Bruder bekommen, mit einem Reißverschluss dran. Er ist ein bisschen höher, deswegen ist für das für mich mehr Mädel, das ist mehr Junge. Und es gibt im Bootsbereich auch eine neue, modischere Form mit etwas dickerem Leisten. Auch solche Sachen haben wir immer drin, mal mit einem neckischen Streifen hinten dran, hier mal eine Giraffe. Auch der hat Reißverschluss, Sympatex gefüttert, gibt es natürlich auch in klassisch schwarz und auch als Chelsea. Immer mit Reißverschluss, immer Funktion dabei, immer Sympatex, so alles Standard. Last but not least. Natürlich Stiefel sind wir sehr gut auf dem Markt vertreten. Haben wir hier auch zwei Formen Argo gemacht mit Reißverschluss. Einmal die Schalensohle, schön mit Stickereien drauf oder ein bisschen verspielter mit Applikationen. Hier sind Sterne und ja, Schneeflocken in schönen Farbkombinationen. Und wer es ganz klassisch haben will, auch Uniform. Geht bis Größe 39. Also kann man auch problemlos in der Damenabteilung verkaufen. Und die zweite Stiefelgruppe, die kennt jeder. Natürlich auch hier unser Bestseller. Der ist einfach nicht tot zu kriegen. Das Ding läuft weiterhin super. Ist auch immer im Lager. Also von der Seite kann man das auch gerne abstellen. Ja, das war ein kurzer Überblick über die Kollektion. Zeit ist, glaube ich, auch um. Von der Seite her vielen Dank. Ja, wir haben zu danken, Herr Klan. Sie haben gerade zum Schluss noch das Trendmodell schlechthin gezeigt. Der Bikerboot ist ja wieder sehr, sehr stark im Kommen. Und ich hoffe, dass nicht nur die Erwachsenen bei Ihnen kaufen werden. Nee, aber zusätzlich. Das ist ein spezieller Hinweis. Ich weiß aber, was Sie meinen.
Hätte aber eben auch schon gedacht, das ist wie es ist, oder? Ja, ne? Genau. Zumal, wenn es dann noch interessante Preiseinstiege gibt. Ja. Sie haben kurz das Thema Barfuß erwähnt, nicht kurz, eigentlich sogar länger. Stellen Sie insgesamt fest, dass da mehr Nachfrage ist? Das ist ein Riesentrend, da geht dahin, ja genau. Also ob das immer so richtig ist, ist eine andere Frage. Es passt nicht jeder Schuh an oder jeder Fuß an einen Barfußschuh. Das wird, ja, es gibt auch immer mehr Barfußläden, die machen das sehr, sehr gut. Auch im normalen Handel wird es immer eine größere ja, Fangemeinde, gibt es da im Moment. Man muss es einfach mit anbieten, sage ich mal. Das Okay, ist ja. ein Trend in Beim diesem. Sabo habe ich so viele Anbieter gesehen. Nur Ja. wenn es ein Winterthema ist, aber für einen Übergang sicherlich gut geeignet, ne? Ja. Nee, das, wir Ja. haben ja auch ein leichtes Baumwollpulver da drin, also von der Seite her passt es schon. Warum Okay. Ja. Gibt es denn noch weitere Fragen an den Herrn Klan? Ansonsten war das eine gute Steilvorlage für unseren Talk jetzt. Ich sage nochmal herzlichen Dank, weil wir haben natürlich heute unsere ausgewiesene Kinderschuhexpertin. Wir haben sogar zwei dabei. Wir haben die Annette von Scharnowski dabei, die wir später noch hören. Und wir haben natürlich unsere neue Vorsitzende, Manuela Pirock, heute dabei. Und ich meine, man sollte an solchen Tagen wie bei einem Pep Talk auch die Chance nutzen, um dieser Expertin ein paar Fragen zu stellen. Manuela, bist du bereit? Ja, okay. Ich ändere, glaube ich, mal meine Layout-Funktion wieder, dann sehe ich dich auch besser. Ich sah nämlich immer noch den Herrn Klan in voller Breite. Breite nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Manuela, wie läuft es denn gerade so im Handel? Also ja, wie soll ich sagen, es ist halt mehr so lala, muss man sagen. Dann die Sommerware, ja, es ist fast nichts mehr da, außer wirklich noch offene Ware. Ja, und für Winter, ja, für Winter ist es echt noch ein bisschen zu warm, ne? Aber ich denke, das ist Auch, eine gute Gelegenheit. Die Mütter sind ja teilweise sehr wissbegierig und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit für das Verkaufspersonal einfach mal zu sagen, wir messen mal die Füße, auch wenn sie jetzt nichts kaufen möchten, um einfach auch den Service zu bieten und auch zu zeigen, was ein Kinderschuhgeschäft alles kann. genau. Ja, und ich finde auch, eine Geschichte, wie wir es heute machen, der Pep Talk, ist ja eigentlich gerade dazu geeignet, wenn vielleicht noch nicht so viel Frequenz ist auf die neuen Schuhe, dass man sich aber dann einfach nochmal die Themen, ne, eingehender, ne, betrachtet, vielleicht auch mal diskutiert im Laden. Man kann ja auch mal Messungen oder Übungen auch im Laden stattfinden lassen, auch ohne Kunden, die wir uns natürlich alle wünschen. Da bin ich auch schon gleich bei meiner nächsten Frage. Was sind das denn für Themen? Was stellst du fest in deinen Gesprächen, was die Kinderschuhabteilungen im Moment so beschäftigt? Ja, sehr beschäftigt sind alle tatsächlich mit dem Thema Barfußschuh. Also das zieht sich auch durch alle Kollektionen. Fast alle Hersteller bieten Barfußschuhe mit an. Aber es gibt auch spezielle Lieferanten, die nur barfuß. Und da wird auch innerhalb des Verkaufspersonals ein bisschen das Pro und Contra diskutiert, was ich sehr schön finde, dass ein Hersteller wie Däumeling in Anführungsstrichen einen schmalen Barfußschuh anbietet. Alle anderen sind doch eher breit und sehr, sehr vollständig in der Machart, ne? Sind das denn so alle Kundengruppen, die nach Barfußschuhen fragen, oder ist das schon eine sehr spezielle Eltern-Müttergruppe, die sich dafür interessiert? Oder hat sich das Thema, ich will jetzt mal sagen, von der anfänglichen, ich habe es immer so genannt, ein bisschen so Öko-Style, vielleicht erweitert, dass es ein richtiger Hype geworden ist? Würdest du das einschätzen? Also es ist tatsächlich so, dass es am Anfang ein kleines, ein Mini-Mini-Randthema war und dass es von den Öko-Tanten jetzt tatsächlich auch ja, auf alle übergeht. Und auch wir haben das eben gesehen und auch in der Superfit-Kollektion sind auch die Barfußschuhe ja jetzt gar nicht mehr so öko, sondern sie sind auch sehr schön und auch ja, in großen Teilen sogar sehr modisch geworden. Und ich gehe wirklich davon aus, dass uns dieser Trend echt noch ein paar Jahre begleiten wird. Hast du auch Öko, hast du auch Ökoschuhe? Hast du auch Barfußschuhe?
Nein, leider noch nicht. Aber ich denke, um da richtig mitsprechen zu können, werde ich das auch mal. Eben, das wollte ich nämlich jetzt wissen. Ich habe nämlich auch noch nicht ausprobiert. Man müsste es ausprobieren, in der Tat. Ja, das war schon das Stichwort Barfuß. Ich glaube, ein paar Tagen wir dann beide Barfuß. Wir werden uns welche besorgen, oder? Ja, so machen wir das. Aber gehen damit nicht unbedingt auf die Schuhe, also ich zumindest nicht. Ja, hat sich denn das Einkaufsverhalten der Eltern verändert? Was kriegst du da so mit? Also das hat sich meiner Ansicht nach sehr deutlich, gerade in den letzten 3 bis 5 Jahren verändert. Es ist also so, dass die Eltern deutlich informierter sind als früher. Das Netz sagt alles, beantwortet alle Fragen, auch wenn sie meistens nicht richtig sind. Umso wichtiger sind natürlich so Termine, wie heute, sage ich jetzt mal, dass halt auch das Personal informierter wird und auch näher an die Kollektionen rückt. Also wenn wir uns abheben wollen vom Netz, ist es halt tatsächlich die persönliche Beratung. Und da ist es wichtig, dass das Personal wirklich gut aufgestellt ist und auch sehr sicher alle Fragen beantworten kann. Das ist auch schon ein gutes Stichwort für das, was wir später noch von Annette hören werden. Nämlich, da sind wir ja auch, wie ich finde, bei WMS sehr, sehr gut aufgestellt, was die Seminare betrifft. Und ich kann immer wieder nur dafür plädieren, macht euch schlau. Wenn ihr es nicht macht, die Eltern, wie du schon gesagt hast, eignen sich dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen falsches Wissen an oder kommen in den Laden und meinen, alles zu wissen. Und da ist es schon gut. Nicht nur gut, sondern unerlässlich, wenn Handel und Verkaufskräfte im Fachhandel eben dem was entgegenzustellen haben und vor allen Dingen wirklich aufklären können. Ja, Manuela, ich könnte noch Stunden mit dir über Kinderschuhe plaudern und ich denke, wir setzen das auch bestimmt bei Gelegenheit nochmal fort, spätestens beim Jubiläum am 25. November. Jetzt würde ich aber tatsächlich weitermachen wollen mit Herrn Ballonier oder Ballonier. Ich weiß nie, wie ich Sie richtig ausspreche. Sagen Sie es mir. Claudia, Ja? ich glaube, es kam noch eine Frage, sah ich so vorbei. Okay, ah, ich dachte, das gäbe es jetzt gar nicht in diesem Moment, aber selbstverständlich. Ja, welche Frage Andrea, war vielleicht es? kannst du das? Ich habe es nur vorbeifliegen Ich sehen. auch, genau. Dass man, glaube ich, nur Barfußschuhe für breite Füße bräuchte, sowas habe ich in der Art gelesen. Also, Sasu, die Birgit, hat geschrieben, wir brauchen Barfußschuhe ausschließlich wegen der Passform für die Füße. Und dann hat sie noch geschrieben, leider, leider viele Fehlinformationen im Netz, gerade zum Thema Barfußschuhe. Okay, es war also keine Frage, war mehr ein Statement, oder? Okay, dann, ich wollte es nur nicht Nee, ist ein. auch richtig, ja? Ja, Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. Trotzdem nochmal vielen Dank, Manuela, auch an deine ja, Ausführungen und vor allen Dingen aus deinen Erfahrungen. Eben, du bist direkt vor Ort und ich weiß, dass du auch viele, viele Veranstaltungen besuchst. So, und jetzt komme ich nochmal mit meiner Frage zu Herrn Ballonier oder Ballonier. Wie sage ich es richtig? Ich höre Sie leider nicht. So werde ich es nie erfahren. Genau. Könnten Sie Ihr Mikro anschalten? So, jetzt. Ich Jetzt aber. war noch offiziell stumm geschaltet. Ballonier ist der richtige Name, wie Hotelier. Ballonier.